Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group, und willkommen zurück zu Little Nightmares DLC, die Tiefe. Wir gehen direkt rein in das Game. Wenn ich jetzt auf Weiterspielen gehe, kommt da Little Nightmares oder kommt der DLC? Wir werden es nie erfahren. Wir haben es erfahren. Es startet der DLC. Also ich bin mir nicht absolut sicher, aber ich glaube, wir haben das letzte Mal hier aufgehört. Ich musste wieder was weiß ich was... Wow, war das knapp. Musste wieder weiß was ich wie viel spielen... Weil der das einfach nicht speichert. Was gar nicht nervig ist. Aber an den Teil kann ich mich nicht erinnern. Also waren wir hier anscheinend nicht. Irgendwas ist in dem Depfall da drin. Da schauen wir jetzt auch nicht. Aber ja, hier war ich auf gar keinen Fall. Boah, und ich habe sofort gesehen, dass da ein Schlüssel ist. Das ist nicht selbstverständlich für mich. Ah! Sollen wir den Topf auf den Gulli schubsen? Vielleicht fällt dann das Ding da gleich rein. Und jetzt muss ich da wieder runterspringen. Das war so unglaublich Glück, dass ich da nicht verreckt bin. Ich kann aber jetzt schon springen und mit dem was. Das könnte so einfach sein, wenn man kurz nachdenkt. Ich glaube, der Gulli ist nur da, damit das Wasser halt abfließt. Kann den Topf gar nicht in die Richtung schieben. Nee, das geht nicht. Nee, wir locken das hässliche Viech da weg. Komm her, hässliches Viech. Ja, komm. Ah ja, komm. Jetzt holen wir den Schlüssel. Ah! Ich bin so dämlich. Ich könnte das auch alles mal wegschneiden, dann würde ich gar nicht so dämlich aussehen. Aber dann dauert das Video bloß 2 Minuten. Bringt ja auch nichts, gell? So, jetzt komm her, Drecksviech. Komm hier rüber, hier. Ganz weit weg. Ganz weit weg. So. Wo, wenn ich den Stuhl jetzt nochmal brauche, dann kotze ich aber anders im Strahl. Nein! Mann, der kann unter dem Seil nicht durchgehen. Es ist so affig, Alter. Ja, try and error nochmal. Nein! Mein Gott, der braucht so lange, um den Schlüssel hochzuheben und loszugehen. Oh. Nicht auszuhalten, hä? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Hm? Seht ihr, dass der Stuhl im Boden steckt? Fuck my life. Anders geht's nicht. Ich komme von da, komme ich da nicht hin. Boah, das ist ja nicht euer Ernst, oder? Was mache ich jetzt? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh mein Gott, Spiel. Na! Okay, okay. Ich werde den Stuhl trotzdem brauchen, wenn ich in ein Schlüsselloch rankomme. 100 Pro. Egal, ich sterbe jetzt wahrscheinlich sowieso wieder. Weil Hein blöd wieder zu blöd ist, einen Schlüssel aufzuheben. Ah, es geht, es geht. Boah, Dusel. Dusel. Wenn es an einem Grafikfehler gescheitert wäre, dann wäre heute kein Video gekommen, das verspreche ich euch. So, das Wasser steht unter Strom, nehme ich mal an.
Aha, jetzt komme ich da aber nicht hoch, gell? Nee. Wie machen wir das? Was gibt's denn hier noch so? Nichts. Nichts. Muss ich die zweite Box auch noch? Muss ich die zweite Box auf die andere Box draufschieben und dann kann ich beide... Ach so, dann muss ich die Box ja auch erst herschieben. Ah, das glaube ich nicht. Das ist der Schiebsimulator 2020. Du bist nur am Zeug rumschieben, Alter. Hey, bleibst du, hey, bleib stehen. Und dann schiebe ich die Box da. Das bleibt nicht stehen. Hä? Ah. Okay, ich weiß es. Glaube ich, zumindest. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gedacht, wir schieben das hier rein. Und dann... Ja, aber es geht ja nicht. Ja doch, ich kann mir da einen Weg... Boah, das geht ja niemals. Wir bauen uns jetzt einen Weg aus den zwei Kisten. Ich habe keinen Plan, wie weit dieser Kaschball springen kann. So, wir machen eine Kiste hier hin. Da bleibt sie auch stehen. Bei dem anderen ist sie so weggetrieben, gell? Ne. Nimm die Kiste. Den machen wir dahin. Ja doch, so weit kann der schon springen, oder? Wir werden es sehen. Hoch da. Knopf drücken. Drück den Knopf. Boah. Okay. Plan aufgegangen. So, was ist das hier? Muss ich da reinspringen? Das war keine Absicht. Und das ist nicht dein Ernst. Ach so, okay, aber die Kisten sind schon da. Ja, aber trotzdem muss ich da wieder rüberspringen. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, also ich muss nicht da rein. Ja. Okay, der ist ja anders hässlich. Ich glaube, wir müssen schneller sein. Ah! Der schwimmt ja zu. Alter, Alter! Geh da hoch, geh da hoch! Alter, der hat mich ja so schon fast. Hoch da, hoch. Okay, da habe ich jetzt kurz Ruhe. Oh. Was heißt denn die Bläschen? Schneller, schneller. Du kleiner Honk. Nein, spring, hoch. Alter. Boah, ich hasse sowas, so schwimmen und irgendwas verfolgt dich. Ach, das ist nicht mein Ding.
Nein! Nein, geh doch hoch, du scheiß Mongo, Alter! Zieh dich doch an dem Türgriff hoch! Ja, Bewegung. Jump. Hoch. Run. Kleiner Mann, run. Okay, aber da hoch, da komme ich nicht rüber. Wow! Schalt mal einen Gang runter. So. Dann ist das so knapp. Ich hasse das. Ich brauche ein Schlückchen Kaffee. Da kann ich halt so schnell sein, wie ich will. Das funktioniert auf keinem Auge. So, ich gehe hoch. Und ich spring und ich spring und ich renn und geh da hoch, du schneller, schneller. Boah, das ist nicht auszuhalten. Das ist mir zu spannend. Und jetzt? Bewegt sich das? Das Pferd? Wieso bewegt sich denn das? Aber weiter geht's nicht. Oh, jetzt geht's wieder zurück. Okay, dann müssen wir jetzt wieder warten, bis es wieder vorne ist. So, weiter geht's nicht. Springen. Schwimmen. Boah, der hat mich ja jetzt schon. Der hat mich ja jetzt schon. Oh Gott, das ist so räudig. Das ist anders räudig. Freunde, das ist nichts für mich. Für meine schwachen... Boah, er hat's überlebt. Für meine schwachen alten Nerven. Aber ihr merkt schon, gell? Ich bin definitiv zu blöd für das Spiel. Hä? Geht's da durch? Achso. Wo ist dieser Wasserpart jetzt mal vorbei? Das geht niemals. Okay, hier brauche ich eine Kurbel. Läuft das nicht ganz ab? Nee. Hier ist keine Kurbel. Da ist sie. Wie kriege ich die jetzt darüber? Oh, 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 oh. Was? Da ist doch Wasser, Mann! Okay, also wir müssen die Kurbel... Wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Das Wasser nicht rauslassen. Wäre eine Idee, oder? Wir springen mit der Kurbel runter ins Wasser. Dann gehen wir raus. Dann lassen wir das Wasser ab. Holen die Kurbel. Aha. So wird das gemacht, Freunde. Zack, jetzt lässt er sie fallen. Wir gehen raus. Wir lassen das Wasser ab. Drück den Knopf. Wieder rein da. Ich kann ja mit der Kurbel gar keine Leiter hochsteigen, oder? Lol. Okay, dann müssen wir... Schieben wir mal den Koffer dahin. Legen die Kurbel auf den Koffer. Und niemals funktioniert das. Wieso nimmt denn der den Koffer nicht jetzt? Dann schmeiße ich die Kurbel vom Koffer rüber. Wenn das geht, fresse ich einen Besen samt der Putzfrau, Leute. Jetzt finde ich die Kurbel nicht mehr. Da ist eine Dose. Hier ist die Kurbel. Nein, Koffer, Mann!
Geh wieder darüber. So. Jetzt schmeißen wir die Kurbel da hoch. Ha, das geht. Dann gehen wir wieder raus, lassen das Wasser wieder rein, holen die Kurbel. Es ist überhaupt nicht nervig, es macht super viel Spaß. Ich liebe dieses Game. So. Wer sagt's denn? Kurbel rein und kurbeln. Aha. Das geht jetzt bestimmt wieder zu, das Ding, oder? Ja, war auch klar. Ach Gott, ihr verarscht mich doch komplett. Ihr verarscht mich doch komplett. Wie zur Hölle. Okay, wir können den Koffer noch... Ich muss jetzt nicht das Wasser ablassen, den Koffer wieder rüberziehen. Dann auf den Koffer springen. Ich mache das falsch, das muss falsch sein. Das kann niemals der richtige Weg sein. Ansonsten haben sie das Spiel so unnötig in die Länge gezogen, dass es schöner gar nicht geht. Wow, okay. Es war anscheinend echt der richtige Weg. Jetzt dürfte da mal ein Speicherpunkt kommen. Ich glaube, dass hier in dem Spiel gar keine so Lampen gibt zum Speichern. Oh nö. Mann, wie oft geht denn das jetzt mit dem Ding da? Ich will das nicht machen. Nein! Schwimm, kleiner Mann, schwimm, geh raus da. Oh Gott. Ich krieg noch einen Herzinfarkt mit dem Spiel, ich schwör's euch. Das bringt was? Ah. Und rüber. Oh. Alter. Geh hoch da. Nein. Ich hab bestimmt springen müssen. Hoch, hoch, hoch. Ah, jetzt schiebe ich den Fernseher ins Wasser. Und dann war's das mit dem Boy. Oder Zweck Sturmschlag und so. Das war anders geplant. Okay, aber es geht so, denke ich. Aber... das erfahren wir in der nächsten Woche. Wir werden das Spiel nämlich jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr wollt sehen, wie es weitergeht. Falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.